Part ist abgegangen, der weiße Zettel ist ins Volk gegangen, damit er Mitteilung von seinem Chef ans Volk gibt. Dafür ist der weiße Papst da. Der hat zu sagen, hat er gar nichts. Das ist eine Nullnummer. Wie bei der NATO-Oberbefehlshaber und dieser Generalsekretär. Ja. Der Generalsekretär ist ganz der andere, der andere hat der Weiße hat nichts zu melden, der Schwarze hat nichts zu melden. Wenn du vor ihm stehst, hast du ein Recht dahinter. Er steht also von ihm aus gesehen immer links hinter ihm. Das ist der schwarze Papst, der das sagen, bis im Februar 2011 schon gewesen. Da ist er zurückgetreten, das war ein Deutscher bis dahin. Der kam aus Augsburg. Ja, ja. Schwarz doch deswegen, weil er nicht die Öffentlichkeit kommt. Richtig, und weil er schwarze Klamotten trägt, in der Tat. Und jetzt ist kein schwarzer Papst mehr? Doch, der wäre nicht meiner, so ist er weiß, aber überall auch impliziert worden. Ja. Jetzt fällt mir aber auf, wenn der schwarz trägt, die ganzen Polizisten, die ich weltweit kenne, die haben auch schwarz. Und da stehen die dann drin. Ist gar nicht dumm, die Verbindung, die du da schaffst. Ist gar nicht dumm, die Verbindung. Denk mal dran an die Polizisten in England. Da gibt es die Polizisten. Man, das ist der Offizielle, und den Police Officer. Officer, das ist der Inoffizielle, das ist der von der privaten Security. Wer ist er noch nicht? Abkassierer. Ja, ja. Wir haben doch das schwarz-weiße Logenband vor. Ja. Fliesen. Ja. Ja. Wer ist der schwarz-weiße Logenband noch? Nein. Jugendzeit an sprach ich schwarz-weiß. In den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen. Habe ich schon immer getragen. Schwarze Hose, weiß ich, bin früher etwas vogelig rumgelaufen, mit Kummerbund sogar noch und hast mich gesehen. Und schwarze Jacke, dementsprechend auch Schirm oder Mantel an und so weiter. Ich bin immer schwarz-weiß gelaufen. Aber wer hat dieses Signet mit schwarz-weiß denn noch drin? Preußen. Der deutsche Orden. Aber die Fußballmannschaft, 54. Ja, das hinkt ein bisschen. Ja, aber kann man ja gelten lassen. Aber beispielsweise den deutsche Orden. Nicht? Und dann weiß man, kann man sich ungefähr vorstellen, wo das lang kommt. Die Freimaurer. Hallo? Schwarz-Weiß. Fliesen auf der Erde. Entschuldigung bitte, aber Scheißhaus im Osten des Hauses. Tatsächlich. Ehrlich? Das wäre. Ja. Die zwei Säulen sind ja auch schwarz-weiß. Ja. Und weiß. Weiß mit schwarzen Absätzen-Literatur. Manchmal schwarz-weiß. Aber das ist das gesamte Gesangsehen zusammen. Die Platten, schwarz-weiß. Fliesen. Ja, seid ihr nicht alle satt geworden? Ja. Bitte? Ja. Wer nicht plötzlich melden. Das habe ich vermutet. Ja, das habe ich vermutet. Ich will nichts sagen, aber du hast erst den dritten Weg erfolgt. Ich ziehe noch nicht mit. So, sagst du noch was zu den Wappen? Zu den was? Den Wappen. Achso. Vatikan. Jede Familie in Deutschland, ihr wollt was wissen über die Wappen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Jede Familie in Deutschland, eine deutsche Familie, nicht eine Familie Deutsch, eine deutsche Familie, hat ein Wappen, eine Flagge. Alle Flaggen, alle Wappen sind eingezogen worden vom Vatikan. Die liegen auch unten irgendwo in den Katakomben, wo auch immer. Es sind nur die wieder freigegeben worden, die dem Vatikan dienlich sind. Sprich zur Eroberung der neuen Weltordnung, überhaupt der Weltordnung. Damit alles in den Griff kriegt. Vatikan wird allerdings geleitet von der Köln. Köln ist ein Begriff. City of London. 4,37 Quadratkilometer groß. Da werden auch Pachten bezahlt. Wurde selbst die Königin angesehen? Richtig, völlig richtig. Da werden auch Pachten bezahlt. Wo gehen die Pachten hin? In den Rektorfonds nach Hannover. Hallo? Habt ihr ein Problem?
Heißt der wirklich? Der heißt anders. Das kannst du nachgucken. Ja. Der heißt so, Reptilienform. Ja. Da sind übrigens eine besondere Gelegenheit. Ja, da sind die gesamten Gelder übrigens rausbezahlt worden für den Abkauf des Personals aus der sogenannten DDR damals. Der kostete 100.000, der 200.000 und was Geld an die Ostzone ging. Daraus ist bezahlt worden. Das kam aus dem Reptofonds. Der Reptofonds ist nicht neu. Den gibt es schon bestimmt schon 1500 Jahre. Da sind Werte drin. 100 Mark. 100 Mark. Was nochmal? 100 Mark hat er gekostet. Oder Lösungsgeld? Ja, ja. Jeder aus der DDR hat in seinem Personalausweis eine Kontoanmeldung eingestellt. Richtig, dafür wird gleich ein Konto eröffnet, die aus Auszugehen. Stimmt tatsächlich. Die 100 Mark gekriegt haben, kriegen gleich eröffnet, damit haben sie ein Konto eröffnet. Ja, stark. Reptofon. Das ist der Reptofon. Reptiloidenform. Der wurde verwaltet von Ernst August, gesagt. Von Pippi August? Ja. Richtig. Sollten tatsächlich die Tiermenschen an der Spitze stehen? Nur an der Spitze wohl nicht. Aber möglicherweise gibt es welche. Jedenfalls, das Haus hat es verwaltet bis vor 4 Jahren. Und dann ist die Verwaltung übergegangen nach Hessen-Nassau. Jetzt überlege ich mal noch einen Schritt weiter. Wer hat letztes Jahr geheiratet? Oder war das schon vorletztes Jahr? Ende August? Die Zungenprinz. Richtig. Von Hessen-Nassau. Richtig? Dann überlege ich noch 3 Schritte weiter. Ich meine, ihr könnt mich ja für blöd halten, ist ja klar, macht ja auch nichts. Wenn man es einfach beweist, dann nehme ich dann auch an. Aber Bildzeitung hat beispielsweise nie, zu keinem Zeitpunkt, das Wort Kaiser genannt. Außer beim Beckenbauer Fußballkaiser. Da schon, sonst haben die das Wort Kaiser gemieden. Wie sagt man so schön, wie der Teufel das Weihwasser. Dort, in dem, als die geheiratet haben, ich meine, das war am 30. 31. August, waren als letzten 2 Sätze in dem Kommentar drin. Wenn wir noch ein Kaiserreich hätten, würde das die neue Kaiserin werden. Was würde dann ihr Kaiser wohl ihr schenken zur Krönung? Bitte, in der Bildzeitung. Die langsame Vorbereitung darauf, auf die Hessen-Nassau. Kann man lange drauf umdenken. Bildzeitung hat sowas nie geschrieben. Im Leben nicht, weil die das Wort Kaiser gehasst haben. Aber das schreiben sie. Und da, als wenn sie es vorbereiten, die Leute. Bild ist welcher Verlag? Springer Verlag. Seit Jahren sage ich, Springer Verlag wird man zerschlagen. Die Leute standen vor dem Vogel gestanden und haben den Vogel gezeigt. Was passiert seit 6 bis 8 Wochen? Die ersten 7 Verlage sind verkauft worden. Inklusive die Hör zu. Älteste Rundfunkzeitung Deutschlands. Jetzt sind sie wieder dabei, welche zu verkaufen, 2 Verlage. Der Springer Verlag darüber zerschlagen. Ich habe auch immer gesagt, Friede Springer ist keine Jüdin, darf man nicht vergessen. Aber sie hat den Hut auf in der Firma. Noch, sie lebt noch. Bei Bertelsmann das Gleiche. Lutz Mohn ist keine Jüdin. Aber sie hat den Hut auf. Ist ein Unterschied. Und den Maulwurf, den hat Friede Springer mittendrin. Döpfner. Und der hat die erstmal verkauft. Das spreche ich seit mindestens 3 Jahren. 4 Jahre. Ihr seht also, auch da passiert enorm was im Medienbereich. Man will es mehr konzentrieren und zusammenfassen. Und Leute, die einem nicht passen sollen, raus. Und ich habe immer gesagt, wir haben nie miteinander gesprochen, geschrieben oder ähnliches. Ich habe für mich jedenfalls, ein internes Stillhalteabkommen mit Springer Verlag. Ja, die haben mich nie angegriffen. Nie. Andere schon. Ich habe sie auch nicht aufgenommen. Also haben wir ein stilles Abkommen. Und in der Zwischenzeit bringen die mehr raus, als ich je vermutet hatte. Und das finde ich schon nicht schlecht. Muss man auch akzeptieren.
Ich meine, ich fange ja, bin ja auch klein, ich fange ja auch noch, bin da noch ganz anders. Aber in der Öffentlichkeit fängt man dann auch schon, wie Hamburger Morgenpost oder so. Ja, man fängt unten an, Hamburger Morgenpost. Der rechtsgerichtete Block, der unbedingt man sagt, aber anklebbar. Das war schon der Hammer. Ist vor gar nicht langer Zeit jetzt passiert. 6, 8 Wochen her. Ab dem Moment bist du jemand. Der muss wohl. Muss wohl. Aber es ist ein Anfang. Und wenn sie nur rechtsgerichtet sind, nicht rechtsradikal sind, hat das ja auch schon was. So, dass ich nicht linksgerichtet bin, das ist wohl jedem klar. Muss ich so nicht haben. Da könnt ihr mich auch alle für erschlagen, wenn es dafür jetzt so wäre. Bin ich nicht. Ich frage mich auch, warum darf man eigentlich nicht rechts sein? Warum darf man nicht in der Mitte sein oder links sein? Das ist natürlich jede Ansicht eines Einzelnen. Ich bin nur mal auf der rechten Seite. Dass die CDU und CSU sich von rechts verabschiedet haben, auf die Mitte gegangen, ist das nur Polemisierung. Ist das. Es ist rechts, bleibt rechts. Wir haben in Deutschland rechts. Ja, richtig. Aber die Mitte hat ja auch wieder Linke und Rechte dann. Auch richtig. So weit denken die Leute aber gar nicht. Oder meinst du, sie denken so weit? Ich positioniere mich insofern, ich bin rechts. Und ob mich da einer, Entschuldigung, anpisst, aber du bist ein Lücker und du hast gesagt, du bist ein Nazi. Nee, bin ich nicht. Da ich kein Zionist bin. Nazis sind Nationalzionisten. Sonst würde es nämlich Nasos heißen. So, und dieses Nazi ist nur aufgekommen durch einen Zionisten, der das mal gesagt hat, 45, 46, ich glaube sogar in Nürnberg damals. Und das ist natürlich aufgegriffen worden und so heißen die alle Nazis. Ich gibt's nur nicht. Wahrheit und Lüge. Richtig. Richtig. Und die meisten von euch wissen auch, ich bin noch nicht mal käuflich. Schade, ne? Manchmal hat mal ein Mönch gesagt, das ist nur eine Frage des Preises. Stimmt. Der eine macht es für 5 Mark, der andere für 5 Millionen. Ich hatte als Bengel schon 1 Million auf dem Konto und habe Nein gesagt. In Dollar waren das 4,2 Millionen D-Mark damals umgerechnet. War Geld. War richtiges Geld. Es war 67. War wirklich richtiges Geld. Ich habe trotzdem Nein gesagt. Ja. Ich behaupte auch nur, ich bin nicht käuflich. Ich war geschmissen, dass ich gratulieren konnte. Wir haben das auch durchgespielt. Damals auch mit meinem sogenannten Freund, der mich betrogen hat, um 10.000 Euro. Mindestens 10.000. Ihr kennt ihn alle. Der Himmelsknacker. André Wessels. Diese kleine Ratte. Ja, über den Shop hat er mich betrogen. Und ist jetzt noch wieder was am Laufen, wo sich ein Kunde gemeldet hat. Wo er nicht mal Spendengelder, die an mich gerichtet sind, weitergeleitet hat. Selbst die hat er unterschlagen. Ja, das ist. Aber lass ihn, ist sein Problem. Seine Frau hat da vielleicht mehr Spaß dran. Sie dürfte sein Führungsoffizier sein. Einer muss die Führung haben. Einer muss die Führung haben, ja. Und da eben das Gleiche schon, was wir eben hatten. Ja, A mit dem Geld und B, diese, wie soll man das ausdrücken? Wenn jetzt einer auf dich zukommt, das haben wir mal durchgespielt, wenn jetzt einer auf dich zukommt und sagt, pass mal auf, ich gebe dir hier ein langes Gespräch vorweg, wir treffen dort und dort, hier, ich gebe dir so und so viel und du stellst das alles ein und. Das kann verlockend sein. In der Kiste können 1 Million, 10 Millionen, ist doch völlig latent. Und es gibt ein Spiel, wie man da rauskommt und ich gewinne trotzdem. Und das Spiel beherrsche ich, behaupte ich mal. Und das haben wir mal durchgespielt. Und da kamen dann bei ihm auch die großen Augen, oh, Mensch, und dann hätten wir, geht so nicht. Ich sage, ich wette, weil viele, die kennen mich ja nicht gestern, aber seit 3 Jahren, die kennen mich schon seit 20, 30, 40 Jahren. Bin ich ja schon anerkannt gewesen. Die kann mich nicht. Weil sie genau wissen, A, ich kenne die Spielregeln, ich beherrsche sie auch und ich halte sie auch ein. Egal wie. Deswegen immer noch mal. Bestechlich bin ich also nicht. Kann man sich immer noch drauf verlassen. Das
Scheine mit und viele Scheine überzeugt. Ja, das finde ich klar. Das, aber du hast natürlich recht, es kommt noch immer auf die Höhe an. Aber dann, was man damit macht und wie man es macht und wie man es einsetzt, sind die meisten käuflich. Völlig klar. Also ich behaupte mal, es ist nicht so für mich. Da müssen wir reizen. Das ist wirklich so. Ich wollte sagen, für mich also auch nicht. Und das war, dass das Geld wirklich nicht alles ist und längst nicht alles ist, dass wir die Gesellschaft zwar auf Geld aufgebaut haben, aber auch einige sich dem völlig losgesagt haben. Und dass es geht, sich völlig loszusagen und nicht hinter der Kohle hinterherhetzen. Das ist unter anderem, hatte ich vorhin schon gesagt, der Heiner und der Dirk. Und der Dirk kann euch das mal eben erklären in einer kurzen Darstellung, wie er das gemacht hat, wie er das gemacht hat, was abgelaufen ist und was geht. Ja. Was soll ich sagen? Alles in Wahrheit. Erzähl mal. Ja, was haben wir gemacht? Erzähl mal, wie das bei dir angefangen ist mit der, dass du einfach auf gut Deutsch gesagt die Schnauze voll hattest mit dieser Gesellschaft und wolltest damit aufhören. Also ich sag mal so, wenn ich viele hier sehe, die sind ja echt weit. Also ich bin jetzt vielleicht in der Richtung, mit schneller Schritte, wenn ich es mir auch erlauben konnte. Aber die meisten von euch sind weit, die kennen mehr Gesetze wie ich selber. Und ich bin auch nicht so der belesene Typ, ich habe das alles in YouTube gelernt. Ja. Und angefangen hat es bei mir eigentlich damit, als ich mal vor ein paar Jahren im Ausland, das wisst ihr ja, dann bin ich ja nach Deutschland gekommen. Dann habe ich gemerkt, dass es mit meiner Freundin halt nicht so klappt. Oder sie hat gemerkt, dass es mit mir nicht so richtig klappt. Weil sie ist ja mit der Sahnetorte groß geworden. Mein Vater, den ich sehr geschätzt habe, den ich die Hand gehalten habe, wo er gestorben ist. Der auch in Russland war und Jahrgang 20 war, also der hatte schon ein bisschen was erlebt. Und ich ärgere mich heute auch oft mit dem Wissen, was ich heute habe. Ich hätte ihm gerne diese Fragen gestellt. Wie der Klaus schon mal gesagt hat, ja, wir haben ja alle, also die Andreas Klaus, kennt ja sicherlich auch alle, wir haben alle dieses Wissen in uns, wir stellen uns bloß die falsche Frage oder nicht die richtige Frage. Und jedenfalls, ja, haben wir uns ja getrennt, also von dieser Freundin, und ja, hab mir dann da so ein, gedacht, ich kaufe mir ein Haus, besser als wenn man da irgendwo Miete zahlt, weil total weiß ich natürlich auch, Chefgesetze und so weiter. Was das alles nicht so ist, dass uns hier schon mit Berufstag. Und hab dann einfach ziemlich viel gearbeitet. So viel gearbeitet, dass ich für meine Gürtelrose gekriegt habe. Meine derzeitige Freundin da sagte nämlich, du hast hier so eine Pickel und so. Und dass ich so, ja, was das ist. Und dann kam es so, ja, zum Arzt. Ja, und die haben mich dann gleich mal 6 Wochen zu Hause gelassen, haben mich vor Chemie und gesagt, wenn das Ding rum ist, bist du tot. Ja, und dann kommt man doch schon mal ein bisschen ins Grübeln und sagt, oder die Waldfee, was machst du denn eigentlich? Und ich habe halt ein bisschen anderen Lebenslauf so mit Ostberlin und Spanien und Oldenburg und verschiedene Berufe gelernt und auch abgeschlossene Berufe. Und dann, ja, wie war es weiter? Habe ich dann mal so ein bisschen philosophiert, dass es Sinn macht, ja, so viel zu arbeiten für diese Zettel. Und habe dann abends mit meinem Bruder in so einem Supermarkt telefoniert und habe dann über Frau Merkel so ein bisschen, ja, ich habe gesagt, also kann das ja nicht verstehen, wenn jemand Physik studiert hat, dass es in meinem Beruf, Wärmelehre, Energie, Heizung und so weiter, dass da so viele Lügen unterwegs sind. Dass das alles so überhaupt nicht mehr Dichter und Denker, wie sie funktioniert, sondern eher Industrie und Lobbyverbände sich hier durchsetzen. Und haben sie irgendwie als gestrandete Physikerin betitelt oder so und haben gesagt, Mensch, ich muss jetzt bezahlen, ich stehe an der Kasse aufgelegt, dann klopfte mir ein Holländer auf die Schulter und sagte zu mir, du, das ist aber deine Meinung, woher du gekommen aus der DDR. Und da wurde ich schon mal betrogen. Ich habe es eben hier gerade gezeigt, gerade ein Foto vom Personal und so weiter gezeigt, wo dann eben drin steht Kontoanmeldung. Also jeder, der sich die 100 Mark da abgeholt hat, eine Kontoanmeldung an die Stempel kriegt. Heute wissen wir, dass es halt Company und Personal ist. Also da hat man sozusagen 17 Millionen Mitteldeutsche umgebucht für die 100 Mark. Ja, aber ich glaube, ich kann es gar nicht zeigen. Auf dem Handy habe ich ein Foto von so einem Ausweis noch. Ja, jedenfalls hat der dann zu mir gesagt, die ich da damals getroffen habe,
Ja, guck doch mal Zeitgeist. Da ist mit Religion los. Ich sage, ich kann Jugendfreude, lass mal mit so einer Massenverblödung zufrieden. Jetzt kann jeder früher, was er will, aber ich habe dafür eben keinen Bezug. Und Leute, wenn ich nach Hause komme, habe ich diesen Film dann so, ich dachte, ach, Religion fängt ja an und so. Habe ich den dann angeguckt, habe ich gedacht, toller Wetter. Hatte gerade meinen Apple-Frosch gehabt und habe gesagt, jetzt musst du dir so ein Programm, das ist doch morgen nicht mehr mit drin im Internet. Das ist doch morgen weg. Ihr wisst ja selber die Häuser, die sie gesprengt haben und so. Habe dann ein Programm besorgt, dass ich das halt runterladen kann und habe dann, damit fängt das eigentlich an. Das war so vor circa knapp 3 Jahren. So, meine Freundin, die ist halt schon jahrelang ja, mehr in der spirituellen Seite unterwegs, aber hatte halt auch schon ziemlich viel Wissen. Und die sagt auch zu mir, sagt sie, ich weiß nicht, wie du das machst, aber irgendwie hast du die Überholspur. Wie kann man sich die ganzen blöden Paragraphen alle so schnell merken und versteht, was hier los ist? Ich sage, ja, mein Freund Heiner, der ist ja auch Heizungsbaumeister, der sagt immer, wir sind eben aus dem Heizungsbau und wir müssen Probleme lösen. Und wir haben ja nur Schwätzer in diesem Land, die aber eigentlich nichts machen. Ja, die labern alle bloß, aber letztendlich geht es nicht um Probleme. Ich meine, jetzt vielleicht manchmal eben nicht hier. Wir unterhalten uns ja alle, aber wer zieht denn wirklich auf Deutsch den Finger auf den Arsch und verändert was? Ich weiß, es ist schwer. Also, ja, jedenfalls so fängt das alles an und habe dann ja immer schon in meinem kommunikativen Wesen, das ist wirklich so, ich habe halt so, das sagen auch viele, also ich kann mich auch hinstellen und ich habe gerade 20 Leute um mich herum, die hören mir zu. Und habe dann nochmal CDs gebracht. Also ich habe von Ingo König von Volksdeutschland. Ich habe mir den beim Sümeli war ich gewesen, beim Andreas Klaus war ich gewesen, Armin Riesi war ich gewesen, Honigmann bin ich gewesen, Werner Altenickel. Also ich war bei allen. Ich hatte einen Dienstwagen, durfte überall hinfahren, hatte eine Tankkarte, also hatte nur das Leben und würde auskommen. Aber heute kam ja auch schon die Frage, ja, wie machst du denn das jetzt? Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen das gesehen, was ich in Essen dort gesagt habe. Und ja, Heiner ist da mein Zeuge. Ich habe nie irgendwie so einen Zettel oder was, wo drauf steht, das will ich jetzt sagen, sondern ich sage das, was ich fühle und was ich denke. Das ist natürlich bei vielen nicht mehr so. Das merkt man ja auch, wenn unsere Politikdarsteller ihre Texte daraus, wenn ich da drunter labere. Ob es nun der Herr Gysi ist, wenn er uns erzählt, dass wir unter Besatzungsrecht stehen. Hallo, wenn jeder von euch im Raum wisst, mindestens seit dem 29.11.2007, dass es so ist. Ja, und der verkündet uns bloß was. Und da muss man immer wieder diese Sache sehen, wem ist es denn, wenn die so weit erzählen. Ja. Und irgendwo halten die uns hier alle nur in Fesseln mit Angst. Du musst ja mit Krankenversicherung haben, du bist krank. Dann gibt es dann noch die ganz Verschärften, die können dein Leben versichern. Die können tatsächlich dein Leben versichern. Also, das sind ganz große Zauberer. Also, da ist ja der Gedanke wirklich, wo ich sage, was denkt man, ihr seid aber echt im Druck. Ja, und dann ja, kam es ja weiter, habe ich halt in der Firma auch immer mehr, dann habe ich auch gehört von Leuten, weil, wie gesagt, ich mache meinen Beruf gerne. Dann auch von oberen Quellen, Leuten, sag ich mal, aus der Firmenleitung, wenn man so gehört, was du da so erzählst, dann haben sie sich umgeguckt, ob es da noch, also ich habe Stellenausschreibung für meinen Beruf, für meinen Job, ich sage mal, ja, Beruf. Aber haben dann eben keine Folge. Haben es heute noch keine Folge. Ich war schon 5 Monate weg. Aber sie haben halt gesucht, haben dann aber entschieden, noch ist er im Toleranzbereich. Weil wir zwar mal so 2-3 Gespräche gehabt, so weit kannst du doch nicht erzählen, mit Kunden und ich sage, wieso ihr labert über Fußball, ich laber über das, was mir wirklich wichtig ist. Über mein Leben, was hier los ist. Aber, ja, wie gesagt, es war dann. So, irgendwann hatte ich dann mal den Punkt, wo ich gesagt habe, ja, wie ich auch auf Heiner gestoßen bin. Heiner ist halt ein Kunde bei uns gewesen, jahrelang, und ich war mit Kunden zusammen bei so einer Isar-Floßfahrt. Dann hatte mein iPad dabei, wir waren mit dem Flieger da von Münster rübergeflogen nach München und dann hatte ich hier gerade so die Sache drauf, so mit dem blauen Reisepass, hier auch Mario Romanowski und diese Sachen. Stand, also diese ganzen Heizungsbaumeister, die standen alle um mich herum und ist da los, was ich dann von meinem Chef gehört habe. Ja, wir haben auch einen Kunden, der hat seinen Ausweis abgegeben. Was? Ausweis abgegeben? Wie das denn?
Ja, dann habe ich erstmal alle meine Außendienste interviewt. Hast du einen Kunden, der einen Ausweis abgegeben hat? Und hat du dann auch mal rausgekriegt, wie das war? Susanne will das. Oh, dann muss ich mal kurz ran. Kann ich mal kurz unterbrechen, das ist wirklich wichtig. Ja, so schnell kann es gehen, meine Leute. Und ja, dann hatten wir so eine Situation. Und die Situation, die will ich eigentlich mal so kurz schildern. Ich bin dann zu dem Heizungsbau hingefahren, da sitzt er hinten und hab bei mir geklingelt. Wir kannten uns natürlich so von Schulungen oder so. Man war ja bekannt, oder ich bin bekannt, weil ich der Einzige in der Firma war, der diesen Beruf dort bekleidet hatte als technischer Berater im Außendienst. Und klingelt bei ihm an der Tür, er macht den Bademantel auf, guckte mich an, weil er abends war, er wohnte bei mir um die Ecke, oder? Und guckte mich an und ich sagte, ja, Sie wissen was über Chemtrails und über Personalausweis hin. Abheben, das interessiert mich. Tür offen. Hier ist die Küche, da ist eine Kaffeekanne, ich muss fertig duschen. Setz dich hin. So haben wir uns kennengelernt. Ja? Und diese Situation, muss man sich mal vorstellen, also wir waren nicht so irgendwie fremd, ja, aber vor allem gleich total persönlich. Und deswegen, diese Sache habe ich jetzt gerade. Wir sind jetzt hier auf dem Weg von Norddeutschland an 4 Stellen gewesen, wo wir nach einer Heizung geguckt haben. Er ist auch Heizungsbaumeister, ich zwar nicht, aber ich habe da auch so ein bisschen Ahnung von. Und wir sind überall angekommen und ich war wie in der Familie. Ob es hier beim Helmut war oder hier bei euch. Es war so, hey, er ist vegetarisch, wir haben schon gekocht, ihr müsst doch Brotzeit machen. Ich habe gedacht, wo komme ich denn hier hin? Ich habe beim Förster gesessen, in seiner Halle, habe ich ihm durchgerechnet, Heizung und so weiter. Und habe ihm gesagt, wie er was am besten macht, wie viele Betriebskosten er zukünftig hat und so. Ich meine, gut, ich kann mit dem alles vernünftig ausrechnen. Und dann ging es natürlich um den Zettelkram. Was den Zettelkram? 1 Euro. Und ich sage, ja, du. Und das ist dann, was hältst du von LKW von Holz zum Heizen? War alles klar, nimm deine Adresse, fahr ich dir hin. Ja, also da gab es diese Austauschgeschichte. Und da muss man mal so sehen, wir haben alle diese Angst. Ich habe auch diese Angst. Aber ich habe sie immer mehr beiseite gemacht. Wenn man die ablegt und wir alle wieder zusammenrücken, dann können die uns überhaupt nichts. Die können uns null. Und wir hatten gestern ein bisschen eine Nacht gefeiert und auch ein bisschen Wein getrunken. Aber da sind wir auch dazu gekommen, wenn du deine Mitte findest, dann hast du auch mal keine Angst mehr. Also für mich ist so ein entscheidendes YouTube-Video von diesen Russen, wo diese 7 Ebenen aufsteigen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist die Seele im Kreislauf des Lebens oder so heißt das so ungefähr. Und das ist für mich das Video, wo ich immer sage, das ist Bewusstsein und hier oben, Weitsein, der Geist hat eine bestimmte Prägung erfahren, da können die uns nicht wegnehmen. Das geht nicht. Nachdem ich meinen Bandscheibenvorfall hatte, und über Dr. Mauchs Hilfe und über den Heiler, den ich sehr schätze und ein guter Freund ist, der Ralf, der mir nach 3,5 Stunden wieder zum Laufen verholfen hat, glaube ich, dass es mehr gibt, wie dem, was uns erzählen. Ja, und die halten uns damit irgendwo im Zaun, dass wir dem hinterher sind. Also ich kann es eigentlich nicht anders sagen, wie den Tag, wo ich mich so über diese Orwig geärgert habe und über diese Bank, dass die einfach an mein Konto rangehen. Obwohl da eine Deckung drauf ist und diese Banktusse mir da erzählt, das interessiert sie alle nicht, sie hat ihre Vorschriften. Ich sage, ich habe jetzt hier keine Gesetze, meinetwegen auch das. Ich dachte, wie kann das sein? Wo kommen wir alle hin? Und ich war jemand, der auch beim Zagermann-Prozess alle 3 Tage da war, 9 Stunden, 8 Stunden, 5 Stunden jeweils. Und wenn du dann da draußen jemanden erzählst, ja, und erklärst es in deinem Umfeld, meiner Mutter beispielsweise oder so, ja, aber die müssen doch irgendwas getan haben.
Ja, die werden nicht, jetzt immer noch nicht schafft. Gerade der Mittelstand, die gehen weiter runter. Der ist jetzt dran zum Anmelden. Der Marshallplan in Endstadium. Und wer nicht begreift, der wird auf die harte Tour lernen. Also das ist wirklich so, wo ich sage, dass da sollten wir uns alle ein bisschen zusammenrücken. In ein paar Tagen, ich bin jetzt eine Woche hier runter unterwegs gewesen, eine Woche. Ich war querdeutsch bei Leuten, die ich vorher noch nicht mal gesehen hatte. Und es war eine Herzlichkeit, wo die Leute so zu mir gesagt haben, du Wilmer, was ist? Bei mir ist immer ein Platz für dich, kein Problem. Das sind die deutschen Stämme. Ja, das sind die deutschen Stämme. Und da, deswegen sage ich auch mal in den YouTube oder so, wir sollten mal wieder dichter und denken und nicht diesen ganzen Quatsch. Also wenn ich Sprüche gerade jetzt hier im Westen hasse, kommen wir nur aus dem Mitteldeutschland, dann ist der Spruch, das ist so, weil es schon immer so war. Man kriegt eine Krise. Also dann denke ich immer, meine Güte, was erzählt ihr denn das für ein Scheiß? Könnt ihr nicht mehr selber denken, dass da irgendwas nachflammert wird und ihr noch erzählt? Also ich kann immer ein Beispiel bringen, Wärmelehre, was in meinem Beruf da halt unterwegs ist. Diese Wärmelehre, die ist völlig falsch. Ja? Und ich habe das zweimal in zwei Fachschulen so gelernt und dann beschäftige ich mich mit Professor Meyer und der sagt, das ist halt Quatsch, Max Planck hatte so und so immer. Und da muss ich eben umdenken. Und das, also für mich ist es so ein Zeichen, nach der Wende hat sich für jeden DDR-Bürger so geändert. Du musstest eine Versicherung haben, du musstest den Scheiß haben, du musstest den Scheiß haben, du musstest also dein Leben total umstellen. Und auch wenn ich jetzt hier tief im Westen bin, aber die Leute hier, die sind irgendwie immer noch ein bisschen, weiß ich nicht, ob die zu viel Sahnetorte vom Marshallplan geschmeckt haben. Ich sag mal, ich nehme mal ein ganz billiges Beispiel. In der DDR hattest du eine Ampel. Ganz normal, so weit gab es da auch. Und da war da so ein grüner Pfeil dran. Und jeder wusste, wenn er an diesem grünen Pfeil steht, dann guckt er nach links und guckt nach rechts, kommt kein Auto, darf nicht rechts abbiegen mit diesem Pfeil. Hör mal, jetzt sind die Dinger schon so lang an der Seite, dann ist da nochmal ein Stoppschild zwischen und nochmal so, damit diese runtergefahrene Volk hier mit wenig Intelligenz begreift, was an dieser Ampel machen soll. Verstehst du? Frage ich mich, warum haben sie die hier hingezüchtet? Konditioniert. Ja, konditioniert. Und so fertig, ich wohne jetzt 10 Jahre wieder hier in Deutschland, in der westlichen Seite. Und dann denke ich mir manchmal, schade, dass es eigentlich nicht mehr so funktioniert. Also ich war jetzt noch im Zuge letzte Woche bei einer Heizungsanlage und da war ein junger Mann, der war 23 Jahre, bei Ami um der Ecke. Und der studiert irgendwann mit Wärmelehre. Und der erzählt mir auf einmal, Wärme steigt nach oben. Ich sage, was ist das denn? Dann habe ich ihm das physikalisch erklärt. Ich sage, sag mal, was habe ich hier bloß gelernt? Die machen gerade seinen Bachelor oder wie auch immer das heißt. Das ist hallo, auf den kann ich zur Arbeit rein. Ja? Ja, was ist denn hier los? Wollen wir nicht mehr wieder anfangen zu denken und logische Sachen machen? Und dann Klaus Wilhelm Tutor, kennt ihr ja sicherlich auch, freie Energie. Fährt mal dahin, warum wird sowas nicht favorisiert? Wir hatten hier vorhin auch das Thema freie Energie. Was machen wir denn hier überhaupt? Wir verbrennen hier Öl von Rockefeller und die uns damals die KZs betrieben haben, bauen wir eine Dämmung, BASF und wie so alle heißen. Ist irgendwie, nee, das ist doch so IG Farben, halt. Ich meine, ihr wisst ja, IG Farben. IG Farben, Rockefeller, Standard Oil Corporation. Und da ist auch nie eine Bombe reingefallen in diese Werke, komisch. Bei einer kompletten Luftaufklärung von Deutschland. Also, ihr versteht nicht. Ja, warum sind nur die Häuser gefallen? Genau, die sind ja von unten gewesen. Die Mini-Dukes. Und ja, dann habe ich für mich halt irgendwann entschlossen, nachdem ich bei mir in der Firma so ein bisschen ärgert, weil ich gemerkt habe, dass ich auch viel arbeite und dann hat er mich in Abteilungsleiter halt mal so ein bisschen angemufft. Und da habe ich gesagt, was tust du überhaupt? Hier ist jetzt eigentlich der Absprung. Du fährst jetzt nach Hause, wir hatten gerade eine Hausmesse, bin zu meinem Chef gefahren, zu meinem zweitgrößten Chef, habe mich freundlich über die Sitzung gesagt, na, hallo, hier hingesetzt. Habe gesagt, du, übrigens, ich habe mir überlegt, ich will ja nicht mehr kündigen. Was? Ich sage, ja, wie jetzt? Nee, ich sortiere nicht mehr. Ich sage, Biogasanlagen, diesen Quatsch hier alles, diese Deinstallation des Wissens von den Leuten da draußen, weil sie alle nur den Zettel hinterher haben. Und die haben ja im Prinzip. Wir haben viele Fachleute in diesem Land, aber die haben ja keine Zeit mehr, Fachleute zu sein, weil die ihre Zettel verdienen müssen. Ja, die können ihre Arbeit nicht richtig machen. Also
Ich kann von mir behaupten, ich habe weit über 200 Häuser erwischt. Ihr könnt den Rechner hier anmachen und euch das zeigen. Dann könnt ihr euch das erklären, wie es sein müsste und wie es ist. Und das ist nun mal angewandt. Das ist nicht irgendwo Fiktion, hat mir jemand erzählt oder mein Nachbar, der auf ist und der hat seinen Schwager, der mich so vor, sondern das habe ich selbst erlebt und sage, was ist hier los? Und dann erzählen wir irgendwann über Ressourcen. Ja, also ich war mit Werner Altnickel zusammen bei Rebecca Harms, Europaparlamentsabgeordnete der Grünen. Ja, da haben die Grünen so eine Veranstaltung gemacht. Rebecca Harms hat ihr Buch präsentiert, weiß ich, eine Woche in Fukushima. Und dann habe ich der Frau Fragen gestellt, dann frage ich mich, sie sitzt im Europaparlament, sie redet pausenlos von der Bundesrepublik? Nee, von Deutschland. Deutschland macht dieses im Atomausstieg, dieses im Atomausstieg. Und dann habe ich mich gemeldet und gefragt, also ich komme aus Ostberlin und ich wurde mit der Bundesrepublik wieder vereinigt. Und Deutschland und die Bundesrepublik ist ja wohl was anderes. Ja? Dann guckt sie mich an, wie, das ist ja wohl bloß eine Ansichtssache. Ich sage, nee, ist keine Ansichtssache, das ist Chefgesetz 52, Artikel 7 Absatz E. So, ich habe natürlich nicht zitiert. Weil wenn du ihn zitierst und bist dabei lauter langhaarige Grüne, dann sagt, kriegt ihr mal, was sich hier für Nazi eingeschlichen hat. Ja? Aber so läuft es hier. Und dann habe ich sie auf Professor Kupfer angesprochen, der konnte sie mir auch nicht helfen. Den kannte sie nicht mal. Ja, und die ist dann super grün. Ja, wie war mit den Grünen, Erlina, München, wie heißt das Kraftwerk, das Atomkraftwerk? ISA 2, sind die mit 22 Millionen dran beteiligt. Knapp 23 Millionen. Ja, ja. Die Grünen sind auch beteiligt, ja. Dann heißt das natürlich, sie müssen über Länderregelungen und über Ländergesetze, da müssen sie damit, das ist völliger Quatsch, ne? Sie sind beteiligt, und zwar der Verein. Parteien sind Vereine. So werden sie auch gehandelt. Und der Verein, die Partei, die Grünen, sind mit über 22 Millionen an ISA 2 beteiligt. Ich denke, sie sind dagegen. Nicht rechtsfähige Vereine. Nicht rechtsfähig, das kommt noch hinzu, ja. Also ja. Ist ja diese Parteiengesetz Nummer 37 und dann BGB 54 und so, habt ihr ja bestimmt in dem Wahlvideo gesehen. Darf ich hier nochmal einwenden oder einwerfen, dass der Vatikan auch mit Panzer und Waffen und alles beteiligt ist? Ja. Müssen die auch. Ja, was soll ich weiter erzählen? Dann ist es halt so gelaufen, dass ich gekündigt habe. Dann hat es mich erstmal krankheitsmäßig ein bisschen niedergeworfen. Dann merkt man erstmal, in welchem Hamsterrad man hier rumgestrampelt hat, diesen Blöden. Und ich muss mal sagen, die letzten Tage waren für mich so, die waren einfach irre. Also erstmal, man hat nicht irgendwie so, man muss dann und dann da und da sein. Der Druck ist weg. Der Druck ist weg. Und dann merkt man erstmal, dass man diese Zettel ja nicht unbedingt braucht. Ja, das ist alles nur Illusion und vor allem, wenn der Bundesbürger erstmal mitkriegt, wenn sie die Dinger nach der Wahl alle wegbuchen, da wisst ihr ja selber auch nicht, was da alle Zwangsdarlehen und so weiter, da werden einige Menschen abschwitzen und dann werden sich wohl eine die Kugel geben, weil ihre Illusionen sind weg und da sollten wir ja hingehen. Da sind wir wieder bei dieser Liebe und Licht und da muss ich sagen, dass meine Freundin natürlich super weit diese Sachen. Da sollten wir hin. Also, wir hatten gestern tolle Gespräche über die esoterischen Einheiten der SS. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch so kennt, aber. Weil da so läuft, also den Leuten, die gestern waren, die hatten dann eine super Bibliothek drüber. Also, ich habe nur mit Ohren gewackelt, wie das Donnerwetter und da alles los ist. Da merkt man, dass die sich damals auch schon damit beschäftigt haben. Und dass das ja nicht alles irgendwo so eine Sache ist. Oftmals habe ich jetzt hier auch mit meinem Freund Heimer so die Sachen, dann sage ich immer, hätte mir den vor 3 Jahren erzählt, hätte ich gesagt, was hat denn der geraucht? Was erzählt der mir denn für Blech? Aber mittlerweile habe ich so viele grenzwissenschaftliche Sachen erlebt, wo man merkt, da gibt viel mehr. Und wenn wir hier schon alle zusammen sitzen und sprechen und Gedanken austauschen, dann ist das richtig was mehr, weil wir bewegen hier was in diesem morphogenetischen Feld. Und das sind so Sachen, wo ich sage, da müssen wir weitermachen. Und vor allem friedlich sein, ja, auch wenn man oftmals in diesen Gesprächen, die ich wirklich oft führe, also ich sag mal, Beispiel von gestern, wir halten auf der Raststätte an, weil eine Wasserflasche von hinten aus dem Auto aus der Seitentür geholt, dann nehme ich den Mensch mit Kaffee, hat letztendlich eine Dreiviertelstunde gedauert, weil die haben von mir eine CD in der Hand gedrückt gekriegt und, oh, da hat immer googeln, war eine Dozentin irgendwo aus Essen,
die war hoch interessiert. Und da merkt man, dass immer mehr Leute fragen. Also ich mache zum Beispiel jetzt immer so, ja, nicht, man kann ja niemanden auf was steckt hier und sagt man, aber die merken doch alle, dass die dafür besser wird, oder? Ja, also wirklich, da kriegt man die Leute alle. Wie, wird dir nicht besser? Also jetzt hervorragend. Und warum denn bei dir nicht? Und wenn man dann erzählt, also wirklich der Ziel ist der grüne Ausweis, also dieser vorübergehende. Und ich habe dann auch nochmal einen grünen Ausweis von Altbundesbürgern fotografiert. Und der hat ja 7 Federn drin. Also auch der grüne Alte, der vorübergehende, den er früher hatte, in Westdeutschland, der hat ja 7 Federn. Und der neue, also dieser vorübergehende für ein Jahr, der hat ja diese 6 Federn drauf. Ja. Auch wenn man natürlich man die Geometrie von dem Adler sieht, dann wissen wir auch wieder, welche Zeichen da so gezeigt werden. Also außen der Reise bei 6, wenn man umschlägt, innen sind an 7. Richtig, bei dem alten. Und beim neuen ist es, also bei dem vorübergehenden, innen wie außen 6 Federn. Und es steht nicht Europa drüber, also genau. Europäische Union, Entschuldigung, steht nicht drüber. Sondern also, Bundesrepublik steht drauf. Ja, und ich kann eigentlich nur alle darum bitten, irgendwie zusammenzuhalten. Wir sind alle voll und auch Leute, die lange hier leben mit einem sogenannten Immigrationshintergrund, die sich hier so fühlen wie, ich sag jetzt nicht die deutsche Rasse sagen, aber wie die deutschen Tugenden mal waren, sich so verhalten. Herzlich willkommen, kein Problem mit. Ja, wenn wir an den Neger denken hier von den Exandsteinen, Hammer-Typ. Ja, und da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Und denken wir auch alle nicht. Weil gemeinsam können wir machen. Wichtig ist, dass Kinder mehr auf dieser Welt Hunger hat. Wir haben gestern ein paar schöne Videos gesehen. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, was sie dort zeigen, wo derjenige, der in Syrien dem da den Leib öffnet. Kann die Gedärme ist oder so. Nein, der ist das Herz. Habt ihr das gesehen? Der ist das Herz. Von seinem Gegner. Und dann sagt er, dieser Amerikaner, der läuft in Amerika gerade durch die Programme durch, sagt, der da damit ist, den unterstützt wir. Das müssen wir abstimmen. Und Putin hat dazu dann auch seinen Beitrag gesagt. Also dieses YouTube ist wirklich. Also da kriegt man schon mal eine Gänsehaut und sagt, was ist hier los auf diesem Planeten? Stopp Washington. So. Und ich denke, ich kann es nur so sagen jetzt, also ich habe jetzt hier so meine Zeit gemacht. Denk mal, wir haben heute auch schon die Gespräche gehabt und so. Es gibt Leute, die helfen uns mal. Ja, wir müssen halt auch noch in begrenzter Form diese Zettel haben. Aber wenn man dann irgendwo vorne steht und mal irgendwo erzählen muss, klar, mir sagen viele, okay, ich würde das auch gerne so machen. Aber ich habe eine Familie, ich habe Kinder oder so. Jetzt könnte ich natürlich sagen, sind Ausreden. Nee, aber ich verstehe es. Ist doch klar. Aber trotzdem sind wir immer mehr am Erwachen. Und immer mehr Leute kriegen es mit. Also meine Schwester zum Beispiel, die hat die Woche irgendwann unterwegs, wo das Video eingestellt war mit meiner Bahngeschichte da. Und dann habe ich sie angerufen und dann sagt sie, sie weiß das alles und ihr geht es ja gut. Sie ist auf Hartz IV und hat einen Arm, den sie sich bewegt hat, weil sie in einer Krankenpflege totgeschottet hat. Aber ihr geht es gut. Dann frage ich mich, wie konditioniert muss man denn sein, dass man das so sagt? Dass man das nicht merkt. Das ist doch nicht schön, oder? Wenn man dass man es nicht mehr zugeben kann, dass es ein Scheiße ist. Oder? Also, und ich will jetzt nicht zu negativ machen. Also, wir sind hier, weil wir Leute sind, die erwachen. Wir sollten sehen, dass wir nach draußen gehen. Für mich wäre zum Beispiel auch mal so eine Aktion, dass man, ich habe das schon mal vorbereitet gehabt, dass man, ich habe hier so einen Drucker, dass man ein Flugblatt entwirft, mal ganz locker, hier sind natürlich ein bisschen Blüte geklebt, 2 Brücken muss nicht sein, und dass man sagt, okay, jeder macht mal hier so einen kleinen Vorschlag, jeder schreibt dann mal, und wir machen so ein kleines Aufklärungsblatt. Und dann sagen wir alle, wir fahren jetzt mal alle zum Kaffee trinken raus an den Marktplatz des Ortes, und jeder nimmt sich 2 Zettel und gibt irgendwie so ein Zettel und erzählt dir noch ein bisschen was drüber. Dann geht es weiter raus. Vielleicht kriegen wir 5, 6, 10, 20 Leute, weil wir erzählen uns eigentlich bei jedem Treffen gleich. Aber der muss weiter nach draußen. Wenn
aber wir können nicht auf diese morphogenetische Feld fahren, dass sich das Thema weiter ausbreitet. Die kommt womöglich, aber wir sollten auch mal selber nach draußen gehen. Und für mich ist das also so eine Sache, weil ich jetzt so eine Reizung und so kann. Jeder von euch ist wichtig und jeder von euch kann irgendwas und kann vielleicht irgendeinen anderen was machen, was der andere nicht kann. Und da sollten wir wieder hin. Also ich will jetzt nicht mit der Rede über Goldstandard von dem Schickel-Gruppe anfangen, aber wer sich schon mal gehört hat, es hat was hinter sich. Ein Volk hat so viel Kraft wie seine Schaffenskraft und seine Intelligenz. Gut, dass wir da jetzt ein bisschen auf Sturzflug sind, das wissen wir. Das haben wir festgestellt, dass es hier nicht mehr ganz so pralle ist. Aber ich denke mal, das ist für mich so wichtig gewesen zu sagen, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ihr wisst, in Essen habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie es in 3 Monaten aussieht. Ich habe es überlegt bis jetzt. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja? In 3 Tagen. Ja, in 3 Tagen kann es sein. Ich habe vielleicht ein Beispiel. Man versucht uns ja ständig abzulenken mit den allermöglichsten Geschichten. Man kann das mal ausprobieren, wenn man ein Stück Eisen holt und fährt mit einem starken Magneten 10-mal in dieser Richtung, immer wieder abheben über diesen Eisenstab drüber, dann ist der zum Magnet geworden. Das heißt, wir dürfen uns nicht mehr ablenken lassen, sondern auf einen Punkt fokussieren. Genau. Und dann geht es aufwärts. Ansonsten liegen unsere Gedanken unkonzentriert wie die Moleküle in diesem Stab und bewegen nichts. Ja, also das ist so, wie ich es bis jetzt erlebt habe. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Monat mal treffen, dass ich euch wieder was erzähle, wie es so ergangen ist. Ich kann es nur mal wiederholen. Rückt zusammen, seht zu, dass ihr euch untereinander alle austauscht, dass wir alle Kontakt halten. Vielleicht sind ja auch 2, 3 dabei, die hier sitzen müssen. Und bezahlt werden. Ja, aber andersrum, wenn die nicht völlig daneben sind, dann merken sie auch, dass all diese Sachen überprüfbar sind und nachlesbar sind. Ja, also ist natürlich nicht schlimm, wenn man über die Agenten hatte mir, mit der Glatze hatte mir von gerade erzählt, dass er auch gerade wieder Orwig Briefe hin und her. Und die hören nicht darauf, aber wir werden immer mehr. Und da haben die ein Problem mit. Und weil wir wissen, die meinen, die finanziert sich ja über diese Orwigs. Und wenn die Orwigs immer weniger bezahlt werden, ja, dann ist irgendwo Schicht im Schacht. Und da muss man sehen, dass wir hier vernünftig überleben. Und da müssen wir vorher in der Lage sein, dass wir uns so vernetzt haben, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir dann auch klarkommen ohne diese Zettel und auch vielleicht ohne diese Lampe, da kommen wir dann vielleicht nicht dran. Das war schon ein kurzes Wort gewesen. Danke dir. Kein Erlebnisbericht von Ihnen. Aber man kann so sehen, oder man kann sehen, so geht es auch. Und wie gesagt, besten Beispiele sind die und Reinarbeit. Das ist das, was natürlich nicht jeder kann, völlig klar. Verlangt man doch. Aber was er richtig gesagt hat, wir müssen auch zusammenhalten. Und Orwig, was ich gerade gesagt habe, von Erla auch bekommen hat, ist ja im Prinzip ein unwichtiges Teil. Ihr habt fast alle oder die meisten haben in der Zwischenzeit die Briefe. Ihr ballert mich da dicht mit diesen Dingern. Ich habe einen Orwig gekriegt. Annie, hilf mal. Kann ich gar nicht. Ihr habt sie alle, die Briefe. Und wer sie nicht hat, ja gut, soll mich anschreiben oder der oder wen auch immer, die haben die auch alle. Und dann daraufhin hören, was wir gesagt haben, so und so schreiben. Dass man eventuell nicht immer davon runterkommt, wissen wir. Man dann zahlt den scheiß Zehner. Wichtig ist, dass die Leute Arbeit kriegen. Nämlich die dieses Ding bearbeiten. Und die haben so einen Hals. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt 2-mal schon eine Anzeige gemacht, ICC. Wenn inzwischen das schon 2-mal in Karlsruhe fotografiert wurde, da kommt gar nichts mehr. Da kommt noch nichts mehr. Oft richtig vorbei. Wenn du eine Anzeige beim ICC hast, passiert leider nichts. Das ist der Erfolg, aber ich habe nicht von meiner Liste anscheinend haben schon Respekt für 10-15 Euro. Deine Adresse wird weitergegeben, das ist wichtig. Aber es passiert von daher nichts. Du kommst auf einen großen Haufen und der wird nicht bearbeitet, dann von das auch rechts gedreht und
Feierabend. Ich habe nur einen Eingangsstempel bekommen. Ja, ja, du hast einen Eingangsstempel, völlig richtig, und mehr gibt es nicht. Deswegen, liebe Leute, ballern mich nicht unbedingt immer mit Ohren auf dich oder sowas. Ja. Ich könnte mir euch vorstellen, dass ich täglich 200, 250 bis 300 Mails kriege. Die müssen wie auch immer irgendwann auch alle abgearbeitet werden. Das war viel rüber, ihr wisst ja. Die kann ich auch erkennen, sehen, aber einige, oder die meisten beantworte ich immer denn. Und das nur mit Besatz und ein paar Worten. Das kostet enorm Zeit, was darauf geht. Wir müssen einfach auch selbst denken. Darum würde ich also bitten. Das ist unter dem System, was die beiden gemacht haben, ist einfach abschwören. Gegen das System gehen. Dem System Arbeit geben und möglichst kein Geld. Und das ist, wenn das Millionen machen würden, würde von heute auf morgen das gesamte System zusammenbrechen. Sie kommen nicht mehr dagegen an. Ähnlich mit den Wahlen. Ich begreife nicht, warum die Leute das nicht tun, was wir vorschlagen. Das ist ja nicht Pflicht, das ist klar. Aber es würde anderen Leuten Arbeit bringen, könnte man die sie nicht wollen. Könnte man einen Vorschlag mal verbreiten, wenn jemand so eine Anzeige von der Justiz bekommt, ein, wie nennt sich das hier, Paragraph 256 StGB, wie heißt die Klage? Einstellen, ach so, nee. Erzwingungsklage, die ist es 170, ja, 72. Und die also nachweisen müssen, dass er stattfinden muss. Genau. Ja, so, wie heißt der denn? Wie heißt die Klage? Ja, ist es ich habe einen Blöd gekriegt. Ich kann was sagen. Nee, da müssen Sie nachweisen, dass die praktisch gesetzliche Richter sind. Ja. Artikel 101. Ja, ja. Weißt du mal, wie. Habe ich schon nichts mal dran gehabt. Haben wir drin gehabt. Ich habe selbst in den Briefen, an den Amtsbriefen, wie ich sie nicht Amtswahl, das ist das Merkblatt, nur das sollte ich die Leute mal tun. Feststellungsklage. Ich habe zwei laufen, ja. Die ist jetzt so. Die Amtsweiter-Merkblätter, die unter den Videos, die unter den Nachrichten, sollte ich wirklich mal durchlesen. Und nicht nur, Ernie hat gesagt, aber auch niemand hat gesagt, mit Menschen gut machen wir. Nee, mal lesen. Eventuell zwei, drei Stunden dafür verwenden, wirklich mal durchlesen, eventuell auch nachschlagen. Mensch, das Ding, das haben 12 Anwälte gemacht. Das Ding ist wasserdicht. Und wenn da irgendwelche Hanseln aus dem Internet kommen, um das verändern zu müssen, das ist deren Problem. Es stammt immer noch von uns ab. Das gleiche ist mit dem Konkludentenvertrag. Mit dem Konkludentenvertrag. Da grasieren in der Zwischenzeit Verträge durchs Internet, verträumt man von, gekürzt, verlängert, dann hast du nicht gesehen. Das Ding haben 5 Rechtsanwälte gemacht und ganz doof waren die nicht. Die können sich nur nicht offenbaren, wer sie sind, dann haben sie keinen Job mehr. Dann werden sie entfernt, selbst aus der Anwaltskammer. So haben sie es so gemacht, ich habe sie kriegt Schluss. Lest euch das durch, begreift das, was da drin steht. Was für ein Schreiben? Den Konkludentenvertrag. Wenn du mit jemandem konkludent etwas eingehst und wenn sie dir wieder schreiben, ja, das ist ja gar nicht gültig, völliger Quatsch. In dem Moment, wo sie es angenommen haben, bist du mit dem oder sie mit dir ein konkludentes Verhältnis eingegangen. Sie können nicht widersprechen, weil es konkludent ist. Selbst wenn sie widersprechen würden, musst du mit einverstanden sein. Und ansonsten gebe ich dir recht mit den 21 Tagen. Sie widersprechen alle nicht. Da schreibt selbst ein Rechtsanwalt zurück. Ja, da müssen wir mal drüber diskutieren. Das ist ja völliger Blödsinn. Nee, der Mann, der ist außen vor. Der weiß nicht, wovon er spricht. Ein konkludenten Vertrag gehe ich mit dir ein, wenn ich es will. Und wenn du es ablehnst oder rechtlich dagegen vorgehst, dann hast du nur eine Schwebe eingetreten. Mehr ist nicht. Ansonsten ist der rechtsgültig. Ich sage, wie wenn der Chef einkaufen geht, richtig. Also, wie wenn der Chef einkaufen geht und an der Kasse zahlt. Und wenn du zahlst, war schon gefahren. Ich habe meine Geschäftsbedingungen für den Chef an einem Hand. Ja, dann kann man beziehen. Macht euch die Mühe, schickt die mit hin, spart die auf, beziehungsweise sichert ihr euch einmal in Papierform mindestens, zweitens auf eine Datei. Die können wir einfach mal zusammenziehen, auch weil das wirklich umsetzen können, was da drin steht, wissen wir nicht. In diesem System, in diesem unserem Juristensystem ist es nicht umzusetzen, weil sie es nicht annehmen. Es ist nur umzusetzen von Washington oder von
London, von Court of London oder anderen außer deutschen Gerichten. Und zwar kann nur angenommen werden von alliierten Ländern. Ob sich dahin, wir haben eventuell einen, das ist Wagen, der kann die eventuell alle aufkaufen. Was es dann dafür gibt, wissen wir nicht. Ob es da gar nichts oder 5% oder 10% ist, wissen wir nicht. Der will eventuell, wenn es noch weitergeht, dann gegen die BRID klagen. Oder gegen das gesamte Juristensystem. Natürlich neidet es dann, aber es ist auch schon ein langer Weg dahin. So, und die kann man eben eventuell weitergeben. Hier, in aber Amerika, im Moment. In Amerika klagen. In Washington oder Amerika klagen, hier gegen Deutschland. Ja. Gegen die BRID oder Court of London. Das geht. Wird aber kriegen. Ja. Den Leuten Arbeit beschaffen. Sobald wir denen Arbeit beschaffen und das als kleine Zahl, das 1 Million Mal gegen eine Sache vorgehen und wenn es die OWIG ist, ist völlig egal, dann haben die so viel zu tun. Bei dem Einzelnen ist das nicht viel, aber wenn das 1 Million Mal sind, ist das schon eine Menge. Und wenn das mehr machen würden, das regelmäßig, jeden zweiten, dritten Tag, wenn sie was kriegen, manche kriegen ja ein paar Blitze, ich meine, ich kenne mich ja selbst. Es sind auch viele Sachen, auch bei mir schon einfach der Deckel nicht geklappt worden, im Schluss ist Ruhe. Wir stellen das mal ein. Aber dass sie uns keine Kosten auferlegen, in nächster Ordnung, dann wird das eingestellt. Und dann gibt es natürlich auch noch so kleine Beamte, die meinen, bei der Auswertung der Lichtbilder und Weiterschickung des Bußgeldes, sie müssen das dann unbedingt einfordern mit aller Gewalt. Ja, die schickst du was zu, die begreifen sie nicht, dann schicken sie es an die Staatsanwaltschaft, an den nächsten, und die stellen es dann wieder ein. Und das macht der immer das Gleiche, immer das Gleiche. Der ist zudem nicht im Kampf, um das umzusetzen. Dann gibt es ja auch Pflicht. Das Schlimme ist immer nur die Zeit, die da drauf liegt, das dagegen anzugehen. Bei dem Einzelnen von euch ist es nicht viel Zeit. Bei mir hängt noch etwas anderes dahin. Ich habe noch ein bisschen mehr zu tun. Und deswegen klappt das bei mir nicht immer von der Zeit her. Und ich habe da keine Lust zu mehr. Aber egal. Wo waren wir noch bei, Helmut? Du hattest was. Ich wollte es Folge sagen, wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Einschreiben Rückschein an den Landkreis nicht zurückkommt. Die Post hat es zugestellt, aber das Schreiben kommt nicht zurück. Das bedeutet, wenn jemand was hat, bitte hinfahren zum Pförtner, abstempeln lassen und wenn er unleserlich unterschreibt, den Namen Meier groß dabei schreiben. Ja. Die Erfahrung haben wir mit dem Sohn gemacht, also wir haben es nicht bekommen, haben nicht darauf reagiert, ne? Obwohl laut der Post es zugestellt wurde. Sie arbeiten mit allen Tricks. Heißt Einschreiben, Rückschein, normal mit der Postbote, den die haben von den Landräten oder auch von der Juristerei, holen sich die Post aus dem Fach, zeichnen dafür ab, Ende. Wenn dann so ein Ding kommt und wird abgezeichnet und du kriegst halt nicht mal wieder, also hauen sie es in eine Tonne. Das ist strafbar. Und sie machen es trotzdem. Sie biegen die Gesetze. Sie machen es ganz einfach, weil sie auch zu viel schon an den Ohren gekriegt haben. Und denn es geht auch in dem Fall um die konkludenten Verträge. Oftmals sind sie kein Vertragsverhältnis, was sie nicht wollen. Nadine? Ja. Wann Kaffee und Kuchen? Wann Kaffee und Kuchen? Um 5. Okay. Ja. Sagst du mal was zu den Kabeln, die sie verbunden haben? Wie war das noch? In Japan, in China? Mit was? In China, die Kabel, die sind im Erdreich verbunden, die du nur vom Satellit aus siehst. Ja, ja. Es ist nur zu wenig von bekannt. Wir machen uns nichts vor, auch China hat eine ähnliche Sache wie Haab oder wie Voronezh. In Russland gibt es übrigens immer zwischenzeitlich 5 verschiedene Voronezh. Und Russland ist in der Lage, eine Voronezh in einem Dreivierteljahr zu bauen. Der Ami braucht halt immer 5 Jahre dafür. Der Russe hat ein Stecksystem in der Zwischenzeit. Hochmodern. Und in China haben sie Ähnliches und da werden momentan, oder seit längerem schon, unterirdische Kabel verlegt. Eine mit dem anderen verbunden. Wer genau verbunden wird, wissen wir nicht. Das kann man tatsächlich, wer sagt, sehen aus dem, von Google Earth teilweise. Da ist etwas am Brennen, auch bei denen. Aber aus China kommt zu wenig heraus an Informationen, sehr, sehr wenig.
Es ist schon sehr selten, dass da was kommt. Und wenn was kommt, wird es oft abgefangen unterwegs. Auch Mails werden abgefangen ohne Ende. Weil bei mir an Mails von lustig ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Im Westen, von da aus nicht mehr. Sehr viel mehr. Ich habe da gearbeitet und hat da mehrere Mails hingeschickt, weil die Leute das auch sehen aus. Was sie da zurück? Nein, glaube ich. Hat er sonst Fragen dazu? Noch eine Sache. Nur eine andere Sache, wie kann man sich vor Chemtrails schützen? Kannst du noch was erzählen? Oh ja. Mach ich sofort, ja. Dirk? Das ist ein gutes Thema. Eben vorweg. Und zwar, wenn, also in einer Bekanntschaft jetzt hier vorgekommen, haben die geschrieben, die Gemeinde, worauf denn die Grundsteuern und so für Häuser und so denn überhaupt beruhen? Antwort vom Anwalt oder vom Gericht. Antreten zum psychologischen Test. Ja, das ist richtig. Gegenantwort würde ich machen. Gar kein Problem. Andere Leute haben diese Dinge auch gekriegt. Ich weise Sie darauf hin, dass Sie auf der Basis der Gesetze von 1935 arbeiten. Sprich, und dann groß gesperrt schreiben, es sind Nazi-Gesetze. Bin ich jetzt verpflichtet, Sie zu melden an die Alliierten, damit Sie entnazifiziert werden? Genau. Die springen aus dem Stand so hoch. So hoch. Und sie werden ruhig. Sie werden tatsächlich ruhig. Da kommt ja nichts wieder. Du hörst von der anderen alten Sache auch komisch, aber es ist auch nichts mehr. Das geht. Und dazu die Seite kopieren aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik. Die 129er, ja. Richtig. Du sagtest Chemtrails. Du sprichst also von Nanos, Nanopartikel. Die oben abgelassen werden. Egal, womit sie drin sind oder was da drin ist. Ob das diverse Sulfate sind, ob das Carbonate sind, ist völlig egal. Ob das Metalle sind. Ja, stellt euch vor, Nanos sehen aus wie die ungefähr Schneeflocken. Sie haben Spitzen. Nicht die Muster, wie Schneeflocken, sondern sie haben Spitzen. Diese Spitzen kann man kappen und dann sind sie nicht mehr schädlich für unseren Körper. Müssen wir vorausschicken, ihr wisst, die Erde hat eine Schwingung, eine Schumann-Schwingung. Wer weiß die? 7,86. Ja, ungefähr. Kommt so hin. 3,4 wäre richtig. Man sagt, sie erhebt sich im Moment auf 7,86. Ob es so ist, vermag ich nicht zu beurteilen. So, alles was da ist, hat eine Schwingung von 7,34. Erst 3,2, dann 3,4. Ob Bäume, ob Tiere, ob Menschen, ist völlig latte. Es hat alles die gleiche Schwingung. Es gab 2005 einen Ethikrat in der Welt, da hat man sich zusammengesetzt und hat gesagt, es dürfte nie eine Sache erstehen und gemacht werden, die eine Schwingung unter diesem Wert hat. Da hat sich dann der Ami nicht dran gehalten. Er hat die Nanos erfunden, in Anführung, die Erfindung kam zwar von hier, ist aber nicht weiter schlimm, Amerika ist der große Erfinder, das kennen wir schon immer. Das Größte, was je da war, war 1982, das war gar nicht weit von hier. Da hat einer angemeldet, man könnte eine Meldung per Papier kopieren und weitergeben. Das hat er in der Nähe von Stuttgart angemeldet, da gibt es ja von Außenbüro. Das hat man nach 6 Wochen zurückgekriegt, das geht nicht, abgelehnt. Nach 6 Monaten kam aus Amerika die neue Anmeldung, das neue Fax ist da. Das Fax ist hier erfunden worden. Hier gleich um die Ecke. Ja, so viel zu dem Schmutz und dem Verrat innerhalb des eigenen Volkes. Und wie gesagt, man hat sich herüber gesagt, man darf die Schumann-Schwingung nicht heruntersetzen. Hat der Ami nicht gemacht, er hat sie auf 3 herabgesetzt. Für die Nanos. 3 beinhaltet, 3er Schwingung beinhaltet, du kriegst sie durch die Haut und durch die Blut-Hirn-Schranke gehen sie durch. Die Blut-Hirn-Schranke ist nämlich dafür da, alles andere nicht durchzulassen, was diese Schwingung oder eine Höhe hat. Wenn du sie runtersetzt, werden sie durchgelassen. Von innen sind die Botenstoffe, die irgendwo herkommen aus dem Hirn, nehmen diese Nanos mit und bringen sie dahin, wo sie hingehören. Die Folge davon ist, die Weiber sitzen auf dem Parkbank und sind immer die Dornenpfützen da auf dem. Das ist eine Folge davon. Schön. Völlig durchgeknallt, völlig lethargisch.
möglichst nur noch Fertigfutter fressen, denn das kannst du nur fressen, das hat mit Essen nichts zu tun. Füllstoffe, ja. Und da flitzen die Daumen auf den iPhones, iPads und wie sie alle heißen, da kannst du dir gar nicht vorstellen, die können nichts anderes, aber das können sie. Und sie werden auch immer dicker. Das ist eine Folge davon. Und diese Kerben kann man nur, damit sie im Hirn nichts machen, diese Spitzen kann man kennen. Und das hat der Egon Tech erfunden. Der hat mal zusammengearbeitet, ich weiß nicht, ob die zusammen studiert haben, muss ich ja so passen, aber zusammengearbeitet mit Professor Hecht. Den kennen viele. Hecht ist nur die eine Linie eingegangen, Egon Tech ist die andere Linie eingegangen. Hat der Prügel für bezogen, heutzutage noch ohne Ende. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Das geht bis in den Mord hinein. Und der hat das erfunden, das ganz einfach durch eine bestimmte Sache, wie das genau funktioniert, muss ich nicht wissen, weiß ich auch nicht. Jedenfalls durch eine Taktgebung kannst du diese Spitzen kennen. Das Babsi 2. Das ist das Babsi. Ja, Babsi 1, Babsi 2 ist das kleine, das ist das für Reisebabs. Und jetzt hat er Neues herausgebracht, ich habe das auch. Das ist im Prinzip die Ware. Das ist das Babs 1, viermal verbunden mit Verbindungsröhren. Und da kannst du, er sagt auch immer, der letzte Meter gehört im Individuum, da kannst du A, abwehren, diese Nanos und die Elfwellen. Du kannst auch angreifen. Sollte man nur nicht immer laufen lassen. Das ist eine Taktgebung, kackst hoch und dann schießt du mehr oder weniger diese Wellen zurück. Das geht. Ich kenne Egon Tech lange, ich kenne ihn persönlich, habe ich mit ihm ein paar Mal in die Haare gehabt, weil ich nicht alles begriffen habe, weil er nicht alles begriffen hat, wir haben uns immer wieder zusammengeworfen. Auch das ist eine Möglichkeit der Zusammenkunft. Jeder hat eine andere Meinung, jeder sollte seine vertreten und geht zusammenhalten. Kann man das auch ausgleichen, das soll ich nicht drin. Weiß ich nicht, frag ihn, schreib ihn an. Ausgleichen kannst du, das ist wieder eine Naturbasis. Ja, ausgleichen kannst du fast alles, eine Naturbasis. Was ich 92 schon geschrieben habe, Blütenpollen von der Biene. Das steht auch im Buch drin. Da kannst du alle anderen Gifte im Körper auch mit ausgleichen. Das geht nicht von heute auf morgen, völlig klar. Aber in ein paar Jahren kriegt man das hin, wenn man die Sache regelmäßig macht. Da kriegst du sogar einen Alkoholiker mit Clean. Wenn er denn will. Mit den Blütenpollen. Mit den Blütenpollen, ja. Oder mit Chlorella-Algen. Bitte? Chlorella-Algen. Ja, die ziehen aber nicht alles aus, die Chlorella-Algen. Dieses große Teil, das stimmt, ja. Diese ziehen sogar auf Dauer das Quecksilber aus den Zellen. Das hängt nun mal dran. Und wem gehören die Quecksilberminen? Rothschild. Alle 37. Reicht dir das mit der Erklärung der Nahrungs? Dieses Babsi, wo kann man das bekommen? Das ruf den Egon Tech an, oder schreib ihn an. In den Kommentaren ist überall, wenn er einen Kommentar gibt, seine Mailadresse unten runter. Er hat nie seinen Namen irgendwo vertauscht oder abgehalten oder was weiß ich, hat er gar nicht nötig. Er gibt seinen vollen Namen an und seine Mailadresse. Schreib ihn an. Schreib mein Ding rein, du hast mit Honigmann gequatscht, hier auf dem Treffen oder was weiß ich, völlig egal. Er antwortet dir. Fragen, meine Damen und Herren, Freunde. Ja, und zwar, in jedem Video war mal das Gespräch von Naturschutzgebieten, dass sie, also alles, was ein Naturschutzgebiet oder Naturpark ist, geht zu indirekt dann auch an die UNESCO. Ja, Rothschild weniger, aber die Richtung hast du schon recht. UNESCO, die UNO will die Weltherrschaft haben, machen, soll die Weltregierung darstellen. Die Welthauptstadt soll irgendwann mal Jerusalem werden. Der Weltgerichtshof steht schon seit 10 Jahren, neun Jahren. Der ist fix und fertig. Nicht nur der Gerichtshof, da stehen auch andere. Wenn einer sagt, Adolf hat mal da in der Schickelgruppe irgendwann mal in Germania bauen wollen, diese Riesenhalle mit der Kuppel oben drauf, darf ich mal lachen? Da denke ich, Jerusalem ist weitaus größer. Wer ist jetzt dahin geht? Der Spinner. Schickelgruber oder die Juden dort. Wobei ihr unterscheiden müsst,
bezeichnet sie nicht unbedingt, wie ich es gerade gemacht habe, als die Juden, haltet gläubige Juden völlig daraus, die wirklich gläubig sind. Nicht die extremen Glauben, die haben wieder nichts damit zu tun. Die mit den Zackeln hier, diese, mit den Schädel gegen die Wand, gegen den Kladini, die kannst du auch mit in der Tonne haben. Nein, die normalgläubigen Juden halten die fern von den Zionisten. Zionisten sind keine Juden im eigentlichen Sinne. Sie sind nie im jüdischen Glauben geboren worden. Sie sind gemacht worden und sie haben sich selbst dazu entschlossen. Irgendwann schon 687 Jahre aus Kasabien. Da ja, ist ja auch die NBO-Hauptstadt Askanien. Askanien, völlig richtig. Mit der Pyramide und den guck dir mal die ganzen anderen Bauten an, die dort sind. Ich habe da vor ein paar Monaten erst einen Bericht darüber gemacht mit Bildern. Träumst du von? Und keiner kriegt es mit. Natürlich. Aber da ist auch ein Populist, wie die Anordnung, auch wie beim Vatikan oder beim Weißen Haus halt, dass du den Populisten davor die Wege, die dann so weggehen, die Erfreier, die hier sind, die nicht mit drin. Die Erfreier mit dem angeblichen Blutbund. Geschossen haben, hängt ja nicht mit. Ich frage mich was Leichtes. Ich befasse mich schon mit vielen Sachen, ob die da wirklich mit drin sind. Ich sag mal, es ist ein Vordruck für Jesus. Ein Vordruck der Zionisten. Es ist das Teil, du kannst noch weiter in die Geschichte gehen. Guck dir in den katholischen Kirchen dran, da steht IHS mit drin. Die katholischen wissen, was das heißt. Ich sag, das heißt Iris Horoz seht. Isis. Dann weißt du, welche Richtung das ist. Richtig. Geh nach Maria Brünnlein in Wemding, im Ries. Ich bin nämlich dann noch nie in so viele Kirchen geschleppt worden wie durch sie. Ich bin in keiner Kirche drin übrigens seit dem 12. Juni 68 reingeschleppt. Das erste komme ich rein in Maria Brünnlein. Da war ja einfach mal 99 jeder Oberpfaffe da, der aus dem Vatikan. Wir haben wo alles umbauen müssen, damit der Begeber ist für ihn. Ein Schwachsinn. Komme ich rein, das erste, was ich unter der Decke sehe, ist der Elfenbeinturm. Und den geteilt, den unteren Teil und den oberen Teil versetzt. Weißt du, was ein Elfenbeinturm ist? Wo viele Doktoren, Professoren mit einem Titel versehen, dir Dogmen verpassen, was du zu glauben und zu denken hast. Unangreifbar. Richtig, sie sind unangreifbar. Sie verteilen nichts anderes als Dogmen. Sowohl in der Physik, in der Physis, in der Aufbaugeschichte, in der gesamten Geschichte, in der Naturgeschichte, alles. Das sind Dogmen, die da rauskommen. Ob die falsch oder richtig sind, ist völlig egal. Nein, alle sind falsch. Sie sind richtig. Ich sage, die meisten sind falsch. Ja, da kriegst du zu hören von einem Bekannten von mir, der Cousin, saßen wir irgendwann im Norden zusammen und knurrte er mich an, du bist doch mit dem Holocaust. Ich habe nichts von gesagt. So, der Holocaust ist so wie 130, es uns vorschreibt. Daran glaube ich. kam er erst nicht drauf klar. Und ich sage, und ihr seid nicht bereit oder du bist nicht bereit, Argumente zuzuhören, Argumente aufzunehmen, die umzusetzen, die auf richtig oder wahr zu kontrollieren. Brauche ich auch nicht, weil die sowieso alle erlogen sind. Ja, wenn es erlogen sind, keine Argumente. Ich sage, das sind genau die, die in den Elfenbeinturmen sitzen und die Dogmen verteilen. Dreht er sich zu mir und sagt, ich gehöre dazu. Alles klar. Das war die Schärfe. Das war wirklich die Schärfe. Ich gehöre dazu. Gehöre dazu. Eine Frage hatte ich noch. Man sagt, der Luzifer wäre ein Lichtbringer. Ist das jetzt zynisch gemeint, also ironisch? Oder soll das heißen, dass wir durch die leidvolle Erfahrung endlich aufhören? Wie ist das Lichtbringer zu verstehen? Das ist vielleicht gar nicht falsch ausgedrückt. Was würdest du davon halten? Es gibt auf der einen Seite den guten sogenannten Gott. Auf der anderen Seite den sogenannten schlechten Gott. Das ist Luzifer. Das ist der, den sie anbeten. Und was ist, wenn sie vor 2000 Jahren die vertauscht haben? Was machst du dann? Vielleicht schon 2100 Jahre her. Haben die vertauscht.
Und jetzt stell dir vor, hier ist jetzt der Schlechte und da der Gute. Und die Leute beten immer den an. Was passiert? Er kriegt Energie. Auch über das morphogenetische Feld. Und was ist dann? Darum hält sich das vielleicht so lange, diese 2000 Jahre alte schlechte Geschichte der sogenannten Menschen. Ist das die Möglichkeit? Fragen. Hat man ihn damals vertauscht? Und heute rutschen sie auf die Knie lang und vor Altären und schmeißen die Hornhauter rein in die Klingelboxen, um denen da anzubeten. Aber das ist der Falsche. Bringt der denen das Licht? Illuminaten, Lichtbringer, Pike, Weißhaupt und Konsorten. Gehört das zusammen? Sprich also, die sprechen von Illuminaten. Er ist der Lichtbringer. Also ist er der falsche Fall. Das ist schon fast der Beweis. Das erinnert mich an den Schauberger, der sagt, der Anfangskontakt ist richtig. Richtig. Und ich bin selbst Amateurfunker und da hieß, heute heißt Funkamateur. Mhm. Und seitdem das geprägt wurde, geht es bergab. Mhm, ist richtig. Sollte heute einer hier sein, das ist auch so ein Amateurfunker, der hat dann heute irgendwie gekniffen. Da hättest du dich wiederum mit unterhalten können. Habe ich nicht gesagt. Sonst heißt es mal unser Vater oder in der Bibel heißt Vater unser. Mhm. Das Ganze richtig umgekehrt. Das ist ja auch die deutsche Fahne umgedreht. Auch. Du siehst es doch fast überall. Natürlich. Guck dir doch den Schwachsinn an, der da angelaufen ist, an den Epsteinstein. Guck dir den Müll an, wo so ein kleiner Piefke, weiß ich nicht, 70 Jahre alt, mit weißen Socken und Sandalen, ich hätte mich bei der Broch ganzes gesehen, ich weiß was, Herr Oberförster, das sind Nazis, die haben auch eine Fahne dabei. Du meinst den Waldschrat? Den Waldschrat, ja. Den großen richtig, genau den. Die kam angetrunken mit zwei, drei Wagen erstmal. Der tobte hier unten runter, wo ist die Fahne? Da sagt der Bulle, das ist ja, die Deutsche ist doch unsere Fahne. Hab ich so nicht gesehen. Ja, dass die natürlich umgedreht war, der wurde gar nicht geschnallt. Ja, meine kleine Fahne ist ja oben gelb und dann rot und dann schwarz. Ja, dann wüsste ich auch gar nicht, was die Farbe bedeutet. Richtig, die sind doch noch hohl. Der Bulle muss uns so umgefahren, der Bulle kann der Wille. Da war schon mal der Dampf raus. Und dann kam ja der Spaß nachher, was der vorhin sagte. Dann kam der, wie hieß der denn noch? Noch mein Neger. Ach so. Emanuel. Emanuel. Emanuel hält eine Ansprache. Wir haben einen Tinder gebildet, das war noch nicht mal geplant. Das kann sein, dass das einer geplant hatte. Wusste aber, komm, okay, mach doch. Machen wir doch mit einem Ting. Ting ist klar, ist ein Gericht, mehr oder weniger. Ein Ting kannst du auch darstellen wie ein Marktplatz. Ich habe was zu verkünden. Und der den Knüppel in der Hand hat, hat was zu sagen. Ja, richtig. Und zu dem Ting, übrigens würde ich gerne wieder zurück zu dem Ting gerichten. Die sind logisch, sachlich und einfach und für jeden zu begreifen. Und der Emanuel steht da und hält eine Rede und ist ein Neger. Der kommt ja nach oben hin, wo die Bullen dann standen. Ich würde doch nicht auf eine Nazi-Veranstaltung gehen, wenn der Nazi, ich als Farbiger sage, würde nicht auf eine Nazi-Veranstaltung. Können Sie sich das vorstellen? Völlig konfus die Leute da oben, war der ganze Dampf raus. Ja, du siehst, wie verblödet die sind. Und dann standen die noch eine Dreiviertelstunde da oben, bis sie sich dann entschlossen haben, mit 27 Mann da runter zu gehen, um die Adressen aufzunehmen. Und 7 Pkw waren es noch? 9 nachher. Nur 9 Stück, die haben sie bis aus Paderborn geholt. Und die haben den Schuss nicht gehört. Dann kommt da so ein Hippie vom Buller auf mich, ja, ernst. Hat so einen Nachnamen, so, ja, aber nicht nachgefragt. Ja, wie ist der Nachname, der Herr Köbel? Ja, und Adresse, ich sage, fragen Sie vom Passanschluss, Sie haben eine Adresse. Ja, alles klar, und tschüss, von mir. Bei denen ist das Verhandlungen. Geht. Sind die völlig konfus. Und dann wieder, und ihr entschuldigt mich bitte dafür, dass ich mal wieder die Frauen angreife. Tue ich ungern, aber ab und zu muss das sein. Der Kanten, der in einer Ecke ist, so ein Kanten von Frau, die musste denn jeden noch dreimal nachfragen, ob er offen kontrolliert worden ist. Macht eine Frau. Die entblöden sich nicht, sich selbst abzuschießen. Denk mal dran, was ich gesagt habe, als sie letztes Jahr am 31. Mai bei mir eingeflogen sind, die SS.
der Staatsschutz, der war dabei, so ein Kern von Frau mit einem eckigen Haarschnitt und hatte ihm die Hand auf den Ballermann. Das war die einzige, die Kerle bin. Sie werden das sagen, kommt so ein Mannequin von dem Bild. Ja, und was ist los? Das ist stehen bleiben. Dann bleibt doch stehen. Lese ihn durch, ist er rein. Der Kanten hat immer noch die Hand auf dem Ballermann. Dass die sich selbst nicht entblöden, sich so zu geben, und zweitens nicht merken, dass sie verbraucht werden und gebraucht werden von höherer Stelle, siehst du in der Justiz jeden Tag. Ohne Ausnahmetage. Jeden Tag. Sie schieben die Frauen vor und verbrauchen sie in der Justiz. Und die Frauen sind in manchen, in solchen Sachen ohne Gefühle, jedenfalls diese Frauen. Sie denken nicht. Sie haben das Unterschied, das Falsche. Was heißt verbrauchen? Dass nachher andere hervorkommen, dass irgendwann die Kerle wieder hervorgeschaut werden sollen, die das denn wieder richten sollen. Und die Frauen werden abserviert. 100%. Sie werden von den ganz oben missbraucht. Und sie lassen sich missbrauchen. Ich würde das sagen, seit 73 sind wir emanzipiert. Ja, bitte. Bitte. Und es, die Frauen sind nicht so. Es ist egal, wenn wir was gemacht haben. Sind das Ding, haben wir noch eine dritte Gattung. Ja. Ja, dann scheinen wir aus. Wir haben noch eine dritte Gattung. Ja. Aber im Moment in einer Gesellschaftsform werden die Frauen missbraucht. Dass dann nicht jede Frau mitmacht, wissen wir. Klar. Aber eben die, die mitmachen wollen, werden missbraucht. Nein, das heißt ja nicht mehr. Die Gattung heißt Gemerkel. Ja, und? Ja, und? Der Gemerkel, der kann ihr doch alle gefehlt. Nee? Ja. Gut. Ich habe eine Frage. Ja. Was ist euch lieber? Das Weib oder die Dame? Dämlich, weiblich. Danke. Ja, das wollte ich 5 Stunden gerade sagen. Das habe ich mal mit mehreren Chefs gesagt. Übrigens, die Unterschiede wisst ihr doch. Hätte gezüchtigt werden, ja, aber die Unterschiede wisst ihr doch alle. Herren kommt von Herrlichkeit und Damen? Ja. Wir haben Kaffeezeit. Mahlzeit.